In der Einkommensteuererklärung und auch in der Gewerbesteuererklärung musst du deinen Gewinn versteuern. Stellt sich doch jetzt die Frage, wie man diesen Gewinn berechnet. Und da gibt's zwei Möglichkeiten, die wir uns in diesem Video mal genauer anschauen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und im deutschen Steuerrecht hast du als Selbstständiger im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie du deinen Gewinn ermitteln kannst, und da gibt es durchaus Unterschiede, was jeweils wann wie versteuert werden muss, und die Möglichkeiten heißen erstens die Einnahmenüberschussrechnung und zweitens die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Was das genau ist, was die Unterschiede sind und was für dich günstiger ist, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Die erste Gewinnermittlungsmethode und ehrlicherweise auch die mit Abstand einfachere Gewinnermittlungsmethode ist die Einnahmenüberschussrechnung. Und wie der Name schon sagt, rechnet man als erstes alle Einnahmen zusammen und dann berechnet man den Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben. Das heißt auf Deutsch, wir rechnen erst alle Einnahmen zusammen, die du hattest innerhalb eines Jahres, dann rechnen wir alle Ausgaben zusammen, die du hattest innerhalb von eines Jahres, und dann rechnen wir Einnahmen minus Ausgaben. Das ist dein Gewinn oder halt dein Verlust, wenn die Ausgaben höher waren. Diese ganze Berechnung ist relativ einfach, ist eine einfache Plus-Minus-Rechnung. Und was ganz wichtig an diesem Punkt ist, es gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Was bedeutet das? Dass eine Ausgabe oder Einnahme erst dann relevant ist, wenn sie dir zufließt oder sie halt abfließt. Das heißt, das, was auf dem Konto passiert, im Klartext. Das heißt, eine Rechnung musst du erst dann versteuern, wenn sie dir bezahlt wird und du das Geld auf dem Konto hast. Auf der anderen Seite kannst du Kosten auch erst dann absetzen, wenn du sie wirklich bezahlt hast. Wenn du also eine Rechnung ausstellst, die dir aber nie bezahlt wirst, musst du darauf auch nie Steuern bezahlen. Auf der anderen Seite kannst du aber auch Rechnungen, die du bekommst, nie von der Steuer absetzen, wenn du sie nicht bezahlst. Was bei der ganzen Berechnung der Einnahmenüberschussrechnung vollkommen irrelevant ist und deswegen auch vollkommen neutral für den Gewinn, sind die Privateinlagen und die Privatentnahmen. Das heißt, alle Transaktionen, die du machst mit dir selbst, also Privatentnahmen, wenn du dir Geld vom Geschäftskonto aufs Privatkonto überweist, hat das keinerlei Auswirkungen auf die Steuer, genauso andersrum auch. Das heißt, du guckst dir eigentlich in erster Linie bei der Einnahmenüberschussrechnung alle geschäftlichen Transaktionen deines Geschäftskontos an und schaust dann am Ende, ob mehr oder weniger dabei rausgekommen ist. Deutlich aufwendiger dagegen ist die Bilanzierung oder die Gewinn- und Verlustrechnung. Da geht es nämlich nicht nur einfach um Plus und Minus auf dem Bankkonto, das heißt um das Zufluss-Abfluss-Prinzip, sondern da gibt es Forderungen und Verbindlichkeiten. Das heißt, wenn ich dir beispielsweise eine Rechnung stelle, in Höhe von 1.000 Euro, dann erbringe ich ja erstmal eine Leistung, dann stelle ich dir eine Rechnung und mit dieser Rechnung habe ich eine Forderung dir gegenüber und dann bezahlst du mir die Rechnung irgendwann. Hoffentlich. Und dann wird diese Forderung quasi ausgeglichen. Und das ist das, was du bei der Bilanzierung machst. Du erfasst die Forderungen und die Verbindlichkeiten erstmal, also erst die Rechnung und dann die Zahlung, also das Ausgleichen dieser Forderungen und Verbindlichkeiten. Das heißt, jeden Geschäftsvorfall buchst du quasi doppelt. Einmal das reine Erbringen der Leistung und einmal die Zahlung. Und wenn ich jetzt sage, du buchst sie doppelt, liegt auch relativ nahe, dass das Ganze doppelte Buchführung heißt. Das heißt, immer dann, wenn du doppelte Buchführung hörst, weißt du, okay, es geht jetzt um Bilanzierung. Der Nachteil daran ist, erstens, es ist natürlich deutlich mehr Arbeit, weil ich jeden Fall doppelt anfassen muss. Und zweitens kann das durchaus ja dazu führen, dass wenn ich meine Rechnung erstellt habe, sie dir schicke, dann ist sie schon steuerlich relevant. Das heißt, ich muss unter Umständen Umsätze versteuern, wo ich das Geld noch gar nicht bekommen habe. Auch die Arbeit, die du nur einmal im Jahr machst, ist bei den Bilanzierern, also bei der Gewinn- und Verlustrechnung, deutlich aufwendiger. Bei der Einnahmenüberschussrechnung, die führt eigentlich nur zu der Anlage IÜR, die dann eine Anlage in deiner Einkommensteuererklärung ist. Das heißt, da ist das relativ einfach. Bei den Bilanzierern musst du eine Inventur machen. Das heißt, du musst wirklich ein Inventar aufstellen, welche Vermögenswerte dein Unternehmen eigentlich hat und welche Verbindlichkeiten. Das heißt, du musst unter Umständen bei dir ins Lager gehen, gucken, welche fertigen und unfertigen Arbeiten du hast, wie viel Bürobedarf du noch hast, wie viel technisches Equipment du hast und so weiter. Und musst darüber eine Liste erstellen. Und dann guckst du natürlich auch noch, was du zum Beispiel auf dem Konto hast, wie viele Forderungen, wie viele Verbindlichkeiten und so weiter. Und daraus baust du dann eine Bilanz mit Aktivseite und Passivseite. Seite und so weiter. In diesem ganzen Prozess gibt es auch eine ganze Menge an Regeln, die du zusätzlich beachten musst. Da spielt nämlich plötzlich das HGB, also das deutsche Handelsrecht, eine Rolle. Du merkst also, eine Bilanz zu erstellen ist deutlich aufwendiger. Du hast dafür allerdings auch mehr Gestaltungsspielraum. Das heißt, du kannst dann Rückstellungen bilden und so weiter. Das geht alles bei der IÜR nicht und hast natürlich als Bilanzierer auch mehr Möglichkeiten, eventuell Steuern zu sparen. Und ehrlicherweise ist so eine Bilanz auch bei möglichen Investoren oder anderen Geldgebern
die zum Beispiel in der Bank eher angesehen, weil das ist das übliche Format, was sie auch kennen. Und die können deinen Jahresabschluss als Bilanz einfach viel besser analysieren als eine Einnahmenüberschussrechnung. Du solltest dir also, wenn du viel mit Banken und Investoren arbeitest, überlegen, ob es die Arbeit wirklich wert ist. Grundsätzlich würde ich dir als Bilanzierer aber dringend empfehlen, dann mit einem Profi, also einem Steuerberater, zusammenzuarbeiten. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja perfekt, ich habe zwei Möglichkeiten, meinen Gewinn zu ermitteln. Einmal schnell und einfach und einmal aufwendiger, aber professioneller. Dann kann ich es mir ja aussuchen. Leider nicht, beziehungsweise nicht immer. Weil es gibt bestimmte gesetzliche Vorschriften, wann du bilanzieren musst. Und immer dann, wenn du bilanzieren musst, darfst du es dir auch nicht aussuchen. Dann musst du eine Bilanz erstellen. Wenn es allerdings keine gesetzliche Pflicht gibt und du also eine Einnahmenüberschussrechnung machen darfst, dann kannst du dich aber auch jederzeit freiwillig für die aufwendigere Version entscheiden und trotzdem eine Bilanz erstellen. Ganz einfach ist das zum Beispiel bei GmbHs oder UGs, also bei Kapitalgesellschaften. Denn Kapitalgesellschaften müssen immer eine Bilanz erstellen, vollkommen egal, wie viel Umsatz oder Gewinn sie machen, sie müssen immer eine Bilanz erstellen. Bei Einzelunternehmen muss man ein bisschen genauer hinschauen. Bei Freiberuflern ist das auch relativ einfach, denn auch bei ihnen ist das vollkommen egal, wie viel Gewinn oder Umsatz sie machen. Die müssen nie eine Bilanz erstellen. Das heißt, Freiberufler können immer eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen und nur wenn sie wollen, dann können sie auch bilanzieren. Bei Gewerbetreibenden ist das ein wenig schwieriger, weil Gewerbetreibende können nur bis zu bestimmten Umsatz- oder Gewinngrenzen eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen und wenn sie dann über diesen Grenzen liegen, dann müssen sie auch eine Bilanz erstellen. Diese Grenzen sind 60.000 Euro Gewinn pro Jahr und 600.000 Euro Umsatz im Jahr. Es reicht absolut aus, wenn eine dieser Grenzen überschritten wird. Das heißt, wenn du 70.000 Euro Gewinn als Gewerbetreibender machst, dann wirst du bilanzierungspflichtig. Aber erst wenn das an zwei Jahre nacheinander passiert. Das heißt, wenn du jetzt an zwei Jahre nacheinander 70.000 Euro Gewinn im Jahr machst, als Gewerbetreibender, dann wirst du bilanzierungspflichtig und dann musst du auch eine Bilanz erstellen. In der Praxis läuft es allerdings so, dass das Finanzamt dir einen Brief schickt. Das heißt, für dich ist es natürlich vorteilhaft, dass du weißt, wie das Ganze funktioniert und das vielleicht auch schon im Blick hast, dass das auf dich zukommen wird. Aber rein in der Praxis läuft es immer so, dass das Finanzamt dann dir irgendwann einen Brief schickt und sagt, hier, lieber Steuerpflichtige, ab dem und dem Tag dann bitte bilanzieren. Und dann musst du deine Buchhaltung umstellen und eine doppelte Buchhaltung erstellen und anschließend eine Bilanz. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten ersten Überblick darüber geben, was die einfache Buchhaltung oder die Einnahmenüberschussrechnung bedeutet und die etwas aufwendigere doppelte Buchführung, auch bekannt als Bilanzierung oder Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn du jetzt noch nicht genau weißt, was du eigentlich machen musst, wie du das feststellen kannst oder irgendwelche anderen Fragen dazu hast, dann schreib es doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du dir denkst, dass das Ganze viel zu aufwendig für dich ist und das alles viel zu viele Informationen sind und sich lieber ein Profi drum kümmern sollte, damit du dich auf dein Business und nicht deine Buchhaltung konzentrieren kannst, dann verstehe ich das hundertprozentig und dann solltest du dir vielleicht einfach einen Steuerberater suchen. Wir sind so ein Steuerberater und wir helfen dir gerne weiter bei deiner Buchhaltung. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du hier klickst. Aber du darfst uns natürlich auch erstmal ein bisschen näher kennenlernen, zum Beispiel indem du unsere weiteren Videos anschaust, zum Beispiel das hier oder das hier.